Ihr seid über 50 und beschäftigt euch ab sofort mit dem Thema Anti-Aging, schlanker werden, leistungsfähiger werden und natürlich Fettabbau und natürlich auch Muskelaufbau. Das ist wirklich ein gutes Vorhaben, ein geiles Vorhaben, denn durch diese Maßnahmen sorgt ihr für das Investment in eure gesunde Zukunft. Denn ihr arbeitet gerade, ihr seid so ja, im letzten Drittel des Lebens, letzten Viertel des Lebens, letzten Drittel, Viertel, wie auch immer. So, und da ist es wichtig, natürlich auch so Gedanken zu machen, wie erhalte ich meinen Organismus gesund? Wie sorge ich dafür, dass ich natürlich auch dann mit 60, 70, sogar noch mit 80 eine hohe Leistungsfähigkeit habe, Spaß am Leben habe, eine gute Mobilität, ein gutes Muskelkorsett, was mich natürlich auch entsprechend mobil macht, sodass ich von A nach B laufen kann, dass ich ein Auto bedienen kann, dass meine Reaktionsfähigkeit funktioniert, dass ich meinen Haushalt führen kann, dass ich mich anziehen kann, dass ich Schuhe anziehen kann, dass ich spazieren gehen kann, sodass ich das Leben noch genießen kann. Damit beschäftigt ihr euch jetzt gerade im Moment. Und ihr seid natürlich auch dran und sagt, ja, meine Muskelmasse fühlt sich nicht mehr so gut an. Das ist normal ab 50. Normal ist falsch ausgedrückt, denn viele arbeiten ja daran, dass sie bis 50 auch schon ein bisschen Raubbau betreiben, weil sie sich nicht mehr mit diesem Thema beschäftigen, weil sie sich nicht artgerecht ernähren, nicht artgerecht verhalten, zu wenig essen, falsches Essen, industrialisiertes Essen, kein Sport, keine Bewegung, zu viel sitzen. Ja. Und dann ist natürlich schon ein Teil der Muskulatur flöten gegangen. Warum? Weil so zwischen 40, 45, 50, Midlife-Crisis, ist auch hormonell bedingt, fängt der Körper an, schon ab die Muskelmasse etwas abzubauen. Die weißen Muskelfasern, die Körperspannung geben, die werden sogar abgebaut. Das ist völlig normal. Warum? Weil der Körper bzw. Signalstärke, mit der die weißen Muskelfasern mit Signalen, mit Kontraktionssignalen, mit Spannungssignalen versehen werden, die wird minimiert von Natur aus. Die roten Muskelfasern, die Ausdauer, die behalten wir bis ins Lebensende. Die sind da, aber die weißen werden minimiert, weil die Signale reduziert werden. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dass diese weißen Muskelfasern erhalten bleiben. Damit beschäftigst du dich jetzt gerade. Du wusstest es zwar nicht, aber du machst es intuitiv und du willst das Ganze natürlich optimieren. Was gibt es da für Dinge, die ein großer Hindernisgrund sein könnten? Das ist einmal schlechter und zu wenig Schlaf. Zu viel Stresshormone unterdrücken die männlichen Testosterone. Yes! Zu viel Cortisol, zu viel Adrenalin, Noradrenalin, dauerhaft zu hoher Stressspiegel sorgt dafür, dass das katabole Hormon Cortisol, wenn es zu viel ist, natürlich der Gegenspieler ist von anabolen Hormonen, von Wohlfühlhormonen. So, Stress sollte man auch natürlich im Griff haben, minimieren. Man sollte gut schlafen. 7 Stunden tiefer, fester, regenerativer Schlaf ist ein genialer Vorteil, wenn es darum geht. Eine gute, gesunde Ernährung, soweit möglich artgerecht, 3 Mahlzeiten am Tag dafür sorgen, dass genügend Proteine, gesunde Proteine da sind, dass genügend gesunde Fette da sind, auch genügend ausreichend Omega-3-Fettsäuren, hat einen gewaltigen Einfluss auf dieses Vorhaben. Ein guter Trainingsplan hat einen gewaltigen Einfluss darauf. Ja, da kann man sich auf jeden Fall von einem guten Trainer, der natürlich auch lange, viele Jahre Erfahrung mitbringt, der natürlich auch die Chance hat, Leute über 50 zu beraten, weil er natürlich eben nicht 20 oder 25 noch gar nicht sich mit dieser Thematik auskennt, ist es gut, eben einen Trainer, der schon lange auf dem Markt ist, zu beauftragen. Man kann sich auch übers Netz informieren, wenn man diese Informationen filtrieren kann. Ich habe ja auch ganz viele Videos zu diesem Thema, ganz viele Informationen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz Wichtiges, was ich immer wieder feststelle, ist, dass gerade Männer in diesem Alter von ja, 50 circa regelmäßig Alkohol trinken. Mhm. Ja, und zwar regelmäßig heißt tatsächlich, ich arbeite natürlich mit vielen Leuten aus dem Business zusammen. Das ist ja mein Spezialgebiet, Leute, Entscheider zu beraten, Firmeninhaber, Abteilungsleiter, Entscheider, ja, Leute, die natürlich ganz vorne sitzen, die einen entsprechenden Stressfaktor haben, viele wichtige Entscheidungen treffen müssen, die tagtäglich in Sitzungen sind, Entscheidungen treffen beim Abendessen, Geschäftsessen und so weiter. Da stelle ich immer wieder fest, dass ganz viele davon regelmäßig Alkohol trinken.
Regelmäßig heißt, die trinken jetzt keine zwei Flaschen Wein am Abend, aber so zwei Gläser Wein, manchmal drei Gläser Wein am Abend. Das ist schon fast Standard. Am Wochenende ist es auch Standard. Das heißt, regelmäßig wird hier Alkohol konsumiert und natürlich auch entsprechende Lebensmittel zugeführt, die jetzt nicht unbedingt für den Muskelaufbau förderlich sind. So, und da ist ein ganz wichtiger Faktor, den ihr berücksichtigen solltet. Wenn ihr euch mit dem Thema Muskelaufbau beschäftigt und ihr wollt Erfolg damit, das heißt, ihr investiert Zeit in Kraftsport, Zeit in Training, Zeit in Mobilitätstraining und ihr möchtet unterm Strich Erfolg haben, dann ist es wichtig, dass euch Folgendes klar wird. Alkohol ist nicht förderlich für den Muskelaufbau. Warum? Alkohol hat einen hohen Schädigungsfaktor im Körper. Und zwar dann, wenn er nicht so schnell wie möglich abgebaut wird. Er hat einen Schädigungsfaktor und die Leber muss sich darum kümmern. Die Leber ist ein Reinigungsorgan, ein Aufspaltungs- und Vorbereitungsorgan, das dem Körper hilft, natürlich entsprechende Nährstoffe zu bereitzustellen, den Körper zu versorgen. So, wenn jetzt Alkohol da ist, dann sagt der Körper natürlich, der Alkohol ist jetzt nicht besonders förderlich für unsere Zellen. Blutzuckerspiegel geht nach oben und somit muss die Leber eingreifen beim Verarbeitungsprozess von Alkohol. Und je nachdem, wie alt die Leber schon ist, wie gut die Leber noch arbeitet, braucht die natürlich eine gewisse Zeit, um den Alkohol vollständig abzubauen. Richtig, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Und jetzt ist es natürlich so, dass der Körper, auch Muskelaufbau, ist ja mit Verstoffwechslungsprozessen beschäftigt, mit Aminosäure, mit Eiweißausspaltung, mit Aminosäurebereitstellung. Und dafür ist auch die Leber zuständig, mit zuständig. In dem Moment, wo die Leber aber die ganze Zeit beschäftigt ist mit dem Abbau von Alkohol, kann sie sich definitiv nicht um den Muskelaufbau kümmern. Deswegen ist Alkohol in zu regelmäßiger Alkoholkonsum und dann natürlich auch in zu großen Mengen. Die Frage ist natürlich, was ist groß? Nicht förderlich für den Muskelaufbau. Und der ein oder andere, der ins Fitnessstudio geht oder im Krafttraining oder zu Hause Sport macht oder Tubeswork oder was auch immer, denkt, scheiße, jetzt mache ich schon dreimal in der Woche 45 bis 60 Minuten Intensivsport, ich kümmere mich um meinen Körper, ich mache das regelmäßig und unterm Strich kommt nichts raus dabei. Was ist hier los? Und dann kann es tatsächlich sein, dass es daran liegt, dass der Alkoholkonsum, der regelmäßige Alkoholkonsum, einen Strich durch die Rechnung macht. Natürlich ist auch der Stress zuständig. Natürlich ist auch die Ernährung zuständig. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Ernährung einigermaßen geregelt ist, einigermaßen ans Vorhaben angepasst ist, dass man regelmäßig gut schläft, mit guter Schlafqualität, nicht nur im Bett liegen, auch gute Schlafqualität, dann kann tatsächlich der Alkoholkonsum einen Strich durch die Rechnung machen. Jetzt natürlich braucht ihr Informationen. Wie machen wir das am besten? Am besten ist, dass ihr so wenig wie möglich Alkohol trinkt, weil der Alkohol nicht förderlich ist. Der ist für nichts förderlich. Natürlich ist der zur Entspannung förderlich, aber wenn wir Entspannung brauchen, wäre es besser, wenn wir auf eine andere Art und Weise Entspannung suchen, nicht über den Alkohol. Denn viele Menschen suchen Entspannung über den Alkohol und irgendwann haben sie auch eine Abhängigkeit. Deswegen, wenn ihr jetzt am Wochenende mal zwei Gläser Wein trinkt, am Samstagabend noch ein, zwei Gläser Wein, am Sonntag eben, ist das noch im Rahmen? Ist das noch im Rahmen? Guter Rotwein ist ja auch förderlich. Ja, aber wenn es ein regelmäßiger, abendlicher Alkoholkonsum ist, Bier, Wein, wenn es am Wochenende auch mal mehr sind, dann kann es sein, dass eine große Blockade entsteht im Muskelaufbau. Und deswegen meine Empfehlung natürlich, die Dosierung macht das Gift. Minimiert euren Alkoholkonsum so weit wie möglich runter. Wenn es bei zwei Gläsern bis maximal drei Gläser guten Rotwein ist in der Woche, ist das schon maximal. Das reicht. Denn umso schneller kommt ihr an euer Ziel, umso schneller habt ihr Erfolg bei dem, was ihr tut. Und Erfolg ist immer ein Garant für Motivation. Deswegen, ihr Lieben, meine Empfehlung, so wenig wie möglich, zwei, drei Gläser, ausreichend. Und dann werdet ihr auch mit eurem Vorhaben maximalen Erfolg haben. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr jetzt einen Coach sucht und sagt, ja, jetzt bräuchte ich aber einen Coach, der mir dabei hilft. Dann biete ich mich hiermit natürlich sehr gerne an, denn ich habe Leistungen, die ich anbieten kann, die ich seit 30 Jahren erlernt habe, immer noch dazu lerne. Und das kann dir natürlich bei deinem Weg sehr schnell weiterhelfen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut. Andreas Triembacher aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T.